Veranstaltung für die Upaler Stadt. Der Landrat Schomann hat eingeladen, um zu informieren über dieses ominöse Containerdorf, was in Upal entstehen soll mit 400 Asylplätzen in einem 500-Einwohner-Dorf. Und ich als Bundestagsabgeordneter, der natürlich mit dem Thema zu tun hat, wollte auch hierher. Ich habe mich pflichtgemäß heute beim Landratsbüro mittags angemeldet und habe gebeten, dass ich hier auch teilnehmen kann. Das hat nicht funktioniert. Ich bin dennoch hergekommen, weil ich schauen wollte, ob es denn noch freie Plätze gibt. Die gab es. Ich war auch kurz drin, eben im Saal. Dann gab es aber großes Hyperventilieren und nochmal Rücksprache mit dem Landrat und daraufhin wurde ich des Saales verwiesen. Ich finde das absolut befremdlich, dass ein Bundestagsabgeordneter, der sich um dieses Thema kümmert, denn nicht hier in Upal werden die Dinge geregelt, sondern in Berlin im Deutschen Bundestag. Da müssen die Weichen gestellt werden, dass diese irrsinnige Migrationspolitik endlich beendet wird. Es geht nicht, dass ein Bundestagsabgeordneter hier an einer solchen Veranstaltung nicht teilnehmen darf. Und das, finde ich, geht nicht. Das muss man auch noch mal im Nachhinein überprüfen. Dennoch bin ich hier, um die Upaler moralisch zu unterstützen. Denn es kann nicht sein, dass man hier in dieser Größenordnung ein Containerdorf errichtet, was die Einwohner komplett überfordern würde. Deswegen, dieser Protest ist gerechtfertigt. Friedlicher Protest ist immer gerechtfertigt. Und wir unterstützen das natürlich. Und wir hoffen, dass wir mit etwas Rückenstärkung durch die Bürger auch in Berlin irgendetwas erreichen können, dass diese sinnlose Politik endlich endet. Normalerweise hätte hier die Innenministerin Faeser auftreten müssen. Die hätte sich informieren müssen, was vor Ort mit ihrer verheerenden Politik dieser Ampel passiert. Sie hätte hier sein müssen. Sie kümmert sich um ihren Wahlkampf in Hessen, anstatt hier den Bürgern in die Augen zu schauen und ihnen zu sagen, warum das alles hier passiert. So kann es nicht weitergehen. Wir werden uns aber dafür einsetzen, dass diese Dinge in Zukunft nicht mehr stattfinden können, dass wir endlich eine geregelte Migrationspolitik in diesem Land bekommen.